Ich suche. Gut. Ich suche. Na, der haut an nichts. Gehen wir wieder zurück. Und zwar so. So, da speichern wir nochmal. So, wo sind wir denn stehen? Fertig. Ich höre nicht mehr auf das Gefahren. So. Wir hängen ja wieder fest. Und war da nicht noch irgendwas mit einem Schmied oder? Sowas. Aha, Bullet. So. So, was war das? Nix. Aha. Was willst du? Du siehst nicht aus wie einer von Gomez' Schergen. Stimmt. Ich gehöre nicht zu Gomez. Wie bist du dann hier reingekommen? Gomez hatte den Schlüssel zum Kerker. Er hat ihn mir überlassen. Du willst doch nicht andeuten, dass du Gomez aus dem Weg geräumt hast. Doch, will ich. Junge, das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Freut mich aber, dass dieser dreckige Halsabschneider endlich das bekommen hat, was er verdient. Aber warum hast du mich befreit? Ich habe gehört, dass du im Kerker bist und habe die Gelegenheit genutzt, um Gomez ruhig zu stellen und dich zu befreien. Hab Dank. Ich stehe in deiner Schuld. Triff mich in der Schmiede. Dort reden wir weiter. Wir sehen uns. Mhm. Unfreundlich ist er immer noch. Gehen wir heute in die Schmiede. So. Ach, das Wort ist doch.
Tja, so ist nichts mehr los. Im alten Lager. So, da ist er schon. Mal schauen, was er uns erzählt. Tja, das dauert uns lang. Aber Pfeile können wir brauchen. So. Wo ist er denn jetzt? Da drüben. Wir sehen. Wollt ihr nicht zur Schmiede gehen? Können wir uns dann irgendwo hinlegen, dass einmal wieder Tag ist? Da draußen bestimmt. So. Ist er denn jetzt in seiner Schmiede drin? Nein. Tja, wo ist der Feine her? Da läuft jemand um den Rand. Ach, da ist er. Da bist du ja. Da du mich aus diesem Rattenloch befreit hast, hast du was gut bei mir. Mann, ich habe mir überlegt, da es nicht viel gibt, was ich dir geben kann, werde ich dir etwas schmieden. Könnte ein Ring sein oder etwas Vergleichbares. Tja, was braucht man denn? Kannst du mir diese Erzrüstung verstärken? Natürlich kann ich sie verstärken. Gib sie mir und warte kurz. Hier ist die verstärkte Rüstung. Damit habe ich meine Schuld beglichen. Warum hat man dich in den Kerker geworfen? Gomez. Der Bastard hat mir unterstellt, dass ich gemeinsame Sache mit den Feuermagiern machen würde. Nur weil ich der beste Schmied im alten Lager bin, konnte ich meinen Kopf retten. Er hat mich in dieses Rattenloch werfen lassen und immer nur dann rausgelassen, wenn er meine Fähigkeiten gebraucht hat.
Wir sehen uns. So, verbesserte Erzrüstung. Immerhin schon mal was. Aber wir hängen trotzdem fest. Tja, ich habe keine Ahnung, wie wir weiterkommen.